Scheiße. Ja, ein kleiner Fehler in der Aufnahme ist passiert. Sorry, liebe Leute, das tut mir natürlich jetzt auch persönlich weh. Also wir haben den Bären besiegt. Kurz danach tauchten die Piraten auf und haben uns dann verdrängt. Ayosha ist schwer verwundet und ja, das ist halt das genau. Es gibt was zu besprechen. Das ist das, was jetzt auch passiert ist. Der Teil fehlt leider mit den Bären. Komm zum Führerstand. Scheiße. Das tut mir gerade auch weh, ehrlich gesagt. Da habe ich einen Fehler gemacht beim Drücken am Speichern. In Ordnung, einen Moment. Sag mir, was ist passiert, Nastia? Hat dich jemand geärgert? Nein. Warum weinst du dann? Ich habe Angst. Angst? Wovor? Dieser Husten. Was, wenn er wieder von Tante Anna ist? Ach, keine Sorge, Nastia. Immerhin hast du kein Gas eingeatmet. Das ist nur eine Erkältung. Die ist im Nu wieder weg. Und Tante Anna? Sie wird auch wieder gesund. Sobald wir das Medikament haben, wird es ihr besser gehen. Da gebe ich dir mein Wort. Olga, Aljoscha hier. Ich melde mich wie versprochen. Ich hoffe, du kannst mich hören. Wir haben den Damm und das Staubecken untersucht. Ihr müsst das Tal verlassen, und zwar so bald wie möglich. Zumindest bevor die Regensaison einsetzt. Dann gehen wir mal weiter. So, dann geht's weiter jetzt. Ja, das ärgert mich gerade, dass dieser Teil weg ist. Wie gesagt, den Bären haben wir Gott sei Dank besiegt. Ja, schön, alte Till. So, dann machen wir das wieder. Ein Teil dazu. So, und dann geht's weiter. Rauchen ist schließlich ungesund. Na komm. Na, nicht so gut. Ja. Wir haben Neuigkeiten. Anscheinend schlechte. In letzter Zeit gab es nie gute Neuigkeiten. Kein Nimm Platz, Bruder. Schieß los. Ich denke, das wird kein einfaches Gespräch. Bis heute haben wir gedacht, dass diese Aufnahme von Novosibirsk nur ein Fehler war. Das stimmt aber. Was ist denn damit? Laut Legende werden verstrahlte Zonen in Grünschattierungen dargestellt, während lila Bereiche Fehler anzeigt. Heute habe ich jedoch etwas Kleingedrucktes entdeckt. Die Sache ist die. Strahlungswerte außerhalb des Arbeitsbereichs des Scanners werden ebenfalls als Fehler dargestellt. Das ist keine gute Nachricht. Die Strahlung dort kann auch außerhalb des Messbereichs liegen. Wir sind etwa 500 Kilometer von Novosibirsk entfernt. Und die Strahlung draußen ist fast so hoch wie in Moskau. Was Teufel haben die da abgeworfen? Die Aufnahmen sind 20 Jahre alt. Die Strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem herrscht in Novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche Strahlung. Jetzt? Das kann ich dir sagen. Artyom und ich werden... Das ist nicht im Sinne des Ordens. Wir gehen gemeinsam. Nein, ist nicht in Ordnung. Sie ist meine Tochter. Seine Frau. Mein Wahn bezüglich der Besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten Bunker getrieben. Und Artyom mit seinem Traum, er hat uns aus Moskau herausgezerrt. Also sind wir beide schuld. Trotzdem sind wir der Orden. Wir sind ein Team und wir sollten alle entsprechend handeln. Wir sollten alle gehen. Diskussion beendet. Dies ist kein Einsatz des Ordens. Das ist ein persönliches Ding von mir und Artyom. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wissen nicht genau, wo die Medizin lagert. Sie könnte im Stadtzentrum oder in einem der Labore in Akaden-Gorodok sein. Somit könnte Annas Leben auch in euren Händen liegen. Drittens und letztens. Wo auch immer wir hingehen, der Winter kommt. Und wenn die Aurora im Schnee stecken bleibt... Das können wir uns nicht erlauben. Erinnert ihr euch, was Yermak gesagt hat? Sag es bitte nochmal. Am Stadtrand befindet sich ein großes Eisenbahnmuseum. Dort können wir sehr wahrscheinlich einen Schneepflug für die Aurora finden. Eure Aufträge sind das Durchsuchen der Labore von Akadem Gorodok und das Bereitmachen der Aurora für den Winter. Team, bereitmachen zum Einsatz. Auf, auf.
Außerdem wird ab sofort dauerhaft die Strahlung draußen überwacht. Sam, du machst den Anfang. Jawohl. Ich denke, dass die tödliche Strahlung für uns eine gute Nachricht ist. Die der wäre? Sie meinen, weil dann niemand die Drogerien und Krankenhäuser ausgeraubt hat? Genau. Im Gegensatz zu den Städten, durch die wir gekommen sind. Herr Oberst, der aktuelle Stand zu den Anzügen. Ja, wie sieht es aus? Ich konnte nur 2 Stück fertig machen. Siehst du? Die sind für Artyom und mich. Das ist Schicksal. Werden sie helfen? Naja, sie schützen vor Staub, aber die direkte Strahlung ist dort so hoch, dass sie vielleicht... Ja, kannst du den Schutz verbessern? Yarmak hat bestimmt noch Bleifolie auf Lager. Aber die Anzüge sind bereits recht sperrig und schwer. Wir wollen ja auch nicht auf eine Tanzparty. Wie viel Zeit wird uns das verschaffen? Ein paar Stunden. Nur nicht genug, glaube ich. Besser als nichts. Keine Sorge, das passt schon. War immer so. Ich werde die Kabine des Wagens auch mit Blei versehen. Also sollten Sie drinbleiben, solange Sie können. Danke. Dann leg los. Jawohl, Herr Oberst. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Das Risiko ist zu groß. Beim Bahnpersonal der Hanse sind so viele Leute durch Verstrahlung gestorben. Aber Moskau war nichts im Vergleich zu der Dosis, die sie hier abbekommen werden. Moskau war schon heftig. Ach, die scheren sich nicht um Risiken. Du kennst sie doch. Erzähl mir von dem Museum. Wann hast du davon erfahren? Ah, ich war schon immer ein Eisenbahnfan. Selbst als ich in der Metro arbeitete. Nahe Moskau hatten wir diese experimentelle Einrichtung, wo alle möglichen Eisenbahnsachen ausprobiert wurden. Viele Loks und Waggons endeten dort. Also beschlossen sie, ein Museum daraus zu machen. Die einzig gute Stelle dafür fand sich aber in Novosibirsk. Wow, nicht wirklich in der Nähe. Ja, ganz und gar nicht. Aber trotzdem kam alles dorthin, einschließlich der ungewöhnlichsten Loks aus dem ganzen Land. So etwa 15 Jahre vor dem Krieg wurde das Museum eröffnet. Ich verstehe. Aber warum bist du so sicher, dass sich dort ein Schneepflug findet? Ich weiß es, weil ich ihn von Moskau dorthin gebracht habe. Ein prächtiges Exemplar. Wird dir bestimmt gefallen. Ja. Ja, ganz bestimmt. Tja, ich muss gehen. Tokarev könnte vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Ja, das könnte sein. Dann geh mal. Ich denke trotzdem, dass wir uns die Satellitenzentrale ansehen sollten, wenn wir schon dabei sind. Wo? Wie? Auf dem Foto ist ein ganzer Bereich unkenntlich. Und zieh dir die Position an. Klar. Lass Kraftwagen heran. Entschuldigung. Das werden wir noch sehen. Da gibt es nichts zu sehen. Meinst du, der Oberst hat uns dorthin geschickt, weil er das vergessen hat? Natürlich nicht. Das verstehe ich ja. Ich bin ja nicht blöd. Worüber sprechen wir denn dann? Der Oberst hat gesagt, die Diskussion ist beendet. Sie haben bereits alles mit Artyom beschlossen. Und das müssen wir respektieren. Und so, die Frage ist, glauben, dass alles klappt. Weil wir wer sind? Spartan. Dann fahren wir jetzt weiter. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns. Und endlich nähern wir uns Novosibirsk. Einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen.
Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Ja, hoffentlich. Ja, mich ärgert das trotzdem mit der, am Anfang mit der Aufnahme mit dem Bären. Ich ärgere das gerade so ein bisschen. Das hätte ich gerne euch noch gezeigt gehabt. Aber irgendwie habe ich da einen kleinen Fehler, meine falsche Taste gedrückt und alles drum und dran. Das geht leider sehr, sehr schnell. Aber wie gesagt, wir haben ihn Gott sei Dank besiegt. Wie gesagt, 3 Monate kurz wieder abgebekommen und dann so den Berg runtergestürzt. Messer ins Auge. Feierabend. Ja, da kamen die Piraten, haben Ayosha getroffen. Das habe ich gesehen. Das ärgert mich ganz trotzdem, dass ich euch das nicht zeigen konnte. Sondern nur meine 2 verzweifelten Versuche in der letzten Folge. Naja, wie du machst. Jetzt müssen wir natürlich mal wieder einen Moment warten, bis der hier durchgeladen hat. So, dann geht's weiter. So, scheinen wir da zu sein. Weil irgendwie hört sich das nämlich gerade sehr stark nach Strahlung an. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Oh, bitte nicht. Die Wolken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? 8-mal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Na dann auf. Mir nach. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Kest, Sam und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch ab. Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora. Idiot! Ich bleibe, um mit Tokarev die Aurora zu bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch, daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los! Auf, viel auf, Glück, Leute. Spartaner! Viel Glück! Dann let's go! Auf jeden Fall. Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte?
Auf Wiedersehen, Onkel Artyom. Tschüss, Nastja. Boah, Alter, die Sache muss extrem schwer sein. Gut, das war Blei oder Ende drin, ne? Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Machen wir. Danke, Katja. Alles wird gut. Komm rein, Artyom. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles immer noch wie in diesem Bunker da am Anfang? Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Das wird schon zurück. Das wird alles gut werden. So, auf geht's. Wir müssen hier weiterkommen. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Dann Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetragen. Gut, dann werde ich mal trotzdem ein bisschen was... Ah, ne. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier nochmal neues Zeug bekommen. Wunderbar. Und dann wird das heute nicht... Wird das hoffentlich alles gut. So, wo müssen wir hier runter? Da. So, noch nicht? Okay. Sind Sie bereit? Ja. Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Definitiv. Steig auf. Oh, der gibt mir doch nicht. Versprich mir eins. Ihr geht da hin und kommt schnell wieder zurück. Wir machen Anna gesund und rufen uns alle einen Ort zum Leben. Gut, dass ich noch nicht mal fahren muss diesmal. So, und den Teil sehen wir uns dann, was danach kommt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.